Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tarjag Mitzvot, 613 Mitzvot von die Torah in die Reihenfolge. Heute Bezrat Hashem Mitzvah 251. Shelo Leakif Peat Arosh. Nicht schneiden die ganze Haare, auch von die Peyes, von die alle Ecken von dem. Okay. Steht geschrieben in die Torah, 3. Buch Moshe, Kapitel 19, Pasuk 27. Die Ecke eure Haupthaares sollt ihr nicht abrunden. Was heißt das? Die Ecke eures Haupthaares sollt ihr nicht abrunden. Das ist derjenige, der seine Schläfen gleich macht mit dem Haar hinter den Ohren und der Stirn. Dass so die Priester das Haupthaares ringsrum rund wird, dann hinter den Ohren und an der Stirn treten die Haarwurzeln viel weiter zurück als die Schläfchen. Also es gibt hier zwei Meinungen, was meint hier die Tora. Eins nicht machen, so eine Glatze hier und hier, so eine Schmonze. Und die Sache ist die, dass er muss nicht die Haare hier so machen, so wie hier hinter den Ohren. Oder machen komplett Glatze in dem ganzen Kopf, aber Glatze so mit scharfen Messer. Die Wurzel von diesem Verbot, das Hashem will nicht, dass wir diesen Friseuren machen, das ist, um zu entfernen und zu vergesslich machen alle Ähnlichkeiten zu den Götzendieners, die haben dort gemacht. Weil man sieht das immer, dass wir uns nicht denen ähnlich sein wird. Man sieht auch heute verschiedene Strömungen in Vietnam, in Japan. Sie machen, die Priester dort, die haben verschiedene Glaubensrichtungen, machen dem ganzen Körper, dem ganzen Kopf Glatze. Und es ist nicht erlaubt. Und das Verbot ist hier doppelt. Der Verbot ist der für den Mensch und der Verbot ist für den Jid, der ihm das tut und hilft. Sogar wenn einer macht das zu einem kleinen Kind, so total Glatze. Und Hashem will nicht, dass wir das tun. Und diesen Verbot ist bei Männern und nicht bei Frauen. Weil es steht geschrieben hier, in diesem Pasuk hat zwei Teile. Dieser Verbot, nicht dem ganzen Haar die Ecken schneiden oder machen total glatt. Und später kommt, ihr sollt nicht euren Bart voll rasieren. Und Bart haben nicht Frauen. Also davon lernen wir, dass diese Mitzvah ist nur für Männer. Und wenn einer hat das gemacht, nur eine PA von seinem Kopf, er muss Malkot. Und wenn er hat gemacht beide Seiten von der Ecke, komplett, dann braucht er zwei Malkot. Und es gibt eine Diskussion, ob er bekommt einmal oder zweimal. In jedem Fall, eine Strafe bekommt er von dem Körper. Dieses Verbot ist ein Brauch, die war wahrscheinlich in den alten Zeiten sehr populär. Und die Menschen sind sehr in dieser Welt verrückt, auch von der Mode. Wenn einer hat so irgendeine besondere Friseur, dann machen alle auch nach. Und Götzendienerei in den alten Zeiten war so wie heute die Modeträger. Also Aid soll sich die Haare schneiden, normal, elegant, nichts Besonderes, auffällig von verschiedenen komischen Sachen und lassen ein bisschen seine Pies, wir werden noch lernen, bis die Knochen und nicht so glatzig machen, so wie die Kumarim von Avodah Zarah, wo die Priester von dem Götzendienerei. Shkoyach.